Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Life am heutigen Tag. Hallo. Mit unserer Lieblingsratte Maxify. Ich bin eine Maus, aber es ist auch Hockey. Ich bin auch eine Maus. Dieses wunderbare Kostüm haben wir in der letzten Folge bekommen. Falls ihr euch fragt, wie, weshalb, warum, schaut euch die letzte Folge an oder bleibt dran, denn wir werden heute wieder zu traumhaften Detektiven. Allerdings müssen wir eine Nacht lang schlafen. Oh Mann. Da ist der Ice Cream Truck. Ja. Willst du Eiscreme? Ja. Warte, ich... Wir halten auf, ich ja, ich halte genau, halt ihn auf. Wir wollen Eis haben. Bleiben Sie stehen, das ist unsere Eiscreme. Bitte, halt ihn. Lass mich was kaufen. Ja, warte, ich halte mich dran. Jetzt kannst du kaufen. Hast du? Bringst du mir ein Eis mit? Ich habe mir Schokolade gekauft. Und ich? Ich halte ihn fest. Boah. Ja. Oh Gott. Darf ich haben? Lässt du mich los? Du hältst mich fest. Nein. Ich hab dich... Oh, ich halte dich doch am... Oh, warte. Ja, du hältst mich am Bauch fest. Wie kann ich das denn essen? Warte, ich fütter dich. Ja, warte. Hast du deins nicht gegessen? Warte, ich werf das in meinen Mund. Whoop. Oh. Du hast gar nicht hochgeworfen. Ja, doch, hab ich da. Ich hab's in deinen Mund geworfen. Und? Ah. So, komm mit. Warten wir jetzt, bis es Nacht wird? Nee, wir könnten mal gucken auf M unsere To-Do-List. Weil es müsste eigentlich auch noch... Gibt es hier keinen Stern? Oh, guck mal. Warum ist denn hier überall Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen? Kann man das noch erforschen? Ich guck mal ganz kurz. Also ich habe oben nur in dieser Mountain Base Find the Lost Scientist. Oben hast du Find the... Ja, aber die hast du, glaube ich, schon. Ja, weil ich wahrscheinlich schon... Ich habe nämlich Detektivmission 2. Ja, ja, stimmt. Ich habe Buy a House, habe ich. Lost Scientist. Das UFO reparieren. Warum habe ich Buy a House nicht? Ich habe schon ein Haus. Hast du das nicht? Oh Mann, so. Ah, nee, warte, ich habe das schon erfüllt, glaube ich. Das ist durchgestrichen. Ja, wenn es durchgestrichen ist, dann ist alles easy. Hm. Ich gucke hier unten nochmal. Vielleicht müssen wir die auch selber... Warte mal, wir schnappen uns mal ein Auto. Weil in 5 Stunden oder in 4 Stunden können wir, glaube ich, schon wieder... die nächste Mission schaut. Mann, bleiben Sie bitte stehen, danke. Komm rein. Kann gar nicht. Ja, warte, dann... Ja. Bist du drin? Ja. Achso. Stimmt, wir einfach geklaut. So, ich fahr schon mal... Ah, nee, warte, eigentlich müssten wir hier in der Nähe bleiben, damit wir schnell schlafen können, weißt du? Vielleicht, wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe 100. 100, ne? Ja, ich habe mir ein Haus gekauft vor ein paar Folgen. Stimmt. Entschuldigung, kann ich hier sehen? Oh, ich habe auch nur 251 als ob. Oh, du bist einfach arm. Ich bin echt ein bisschen arm. Vor allem diese einen Häuser kosten da 5.000, 6.000. Wow. Pesto? Gibt's denn Pesto? Gemüse. Es gibt kein Pesto. Ekelhaft. Oben gibt es Klamotten, ne? Ja, Klamotten. Es soll auch teilweise sollen Klamotten überarbeitet worden sein. Das habe ich auch gesehen. Hier kann man sich färben. Oh, ich kann mich zu einer grünen Maus machen. Eine grüne Ratte. Maus. Ratte. Du siehst ein bisschen süß aus. Kannst du sehen, was für eine Farbe ich habe? Nee. Warte. Jetzt aber. Boah, das ist cool. Aha. Ja. Ja, jetzt sieht es auch ein bisschen aus wie ein Onesie. Und was hat das gekostet? 20. Oh, das ist ein fairer Preis. Ja. Oh, kann man das hier echt spielen? Nee. Oh, schade. Oh. Ich liebe Air Hockey. Einfach machen wir ein 1 gegen 1. Das können wir wirklich gerne machen. Ich bin ein ausgezeichnet. Ah, früher war ich besser. Das Alter, ne? Ja, ja, man ist nicht mehr, ich bin keine 12 mehr. Weil das habe ich im Urlaub immer super gern gedaddelt. Da hat man immer gefragt, Mama, Papa, ich brauche einen Euro, ich will Air Hockey spielen. Dann haben sie gesagt, nee, gibt's nicht. Wer bist du eigentlich? Ich bin doch euer Sohn. So ungefähr war's. So, okay, ich glaube, wir könnten jede Sekunde können wir schlafen. So, hier rein, Entschuldigung. Einmal nach oben. Hallo, Sally. Ich muss mich auch wieder umziehen. Hallo, Sally. Oh, warte, ich geh kurz. Ja. Ich hab das gehört, das war voll laut. Ja, ich hatte heute Chili-Top. Okay, obwohl, warte mal, ich werde. Das ist eigentlich mein Lieblingsoutfit. Okay, in einer Stunde können wir... Ja, in einer... Maxify! Ich muss ihn von diesem... Ich schmeiß das Ding weg. Das kommt jetzt weg. Wieso? Ich hab dich zweimal verwarnt. Warum passt das hier nicht durch die Tür? Darf ich es behalten? Nein, du hast Hausverbot. Raus. Raus mit dir. Ich muss raus? Ja. Du hast dich nicht an die Hausregeln gehalten. Oh Mann. Nein, war Spaß.
Hör, raus! Nein! Das ist, ja, du kannst doch nicht schlafen! Lass mein Spielzeug! Das ist mein Spielzeug! Setzt du dich wirklich darauf? Ja, mach drauf ich. Und ja, mach ich. Guck. Hui. Ist das dein Setup, wo du gerade aufnimmst? Ja, das ist mein Setup. Ich habe auch noch so einen alten Röhrenfernseher-Monitor. Das ist alles meins. Ich will's klauen. Nein, das ist alles meins. Ich finde, das ist die Maus. Die brauchst du doch gar Nein, nicht, oder? Du bist... So, du schläfst jetzt. So, da schläfst du. So, 10 Minuten, dann können wir hoffentlich endlich schlafen. Ich daddel am Handy, weil es schon... Okay, Cashew-Kerner. Boah, hatte ich heute auch schon. Cashew-Kerner. Ja, habe ich auch. Ungeröstet, ungesalzen, aber einfach so geil. Hast du mal ein Bild von... Oh, wir können schlafen. Das ist völlig verrückt. Hier ein Bild, wie so Cashewkerne so an der Fruchtdingens hängen, an der Nussfrucht. Hab ich noch nie gesehen. Sieht mega weird aus. Ah ja. So, kommen Sie mit, Detektivanwärter Maxify. Diesmal fahre ich. Natürlich. Und wir fahren mit dem Panzer. Steig ein. Kann ich... Ich bin in die Kanone. Nein, geht nicht. Häng nicht dran. Oh Gott, ist das gefährlich. Nein, ich merke, ist alles gut. Doch, ich merke, nein. Komm einfach hinten aus und ich habe Sally noch dabei. Egal, Sally kommt hilft heute mit. Ich bin dran. Ja. Ich bin praktisch wie Tim und Strubi. Gibt's die noch? Gibt's Strubi noch? Gucken die Leute noch Tim und Strubi? Ich glaube nicht. Ich fand den Zeichenstil manchmal ein bisschen creepy von Tim und Strubi. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob du das schaffst. Ah, doch. Ich schaff das. Sehr gut. Hey! So, ich wollte nur gucken, ob das funktioniert. So! Boah, kann ich das wegschießen? Nee. Gut geparkt. Erster, ein neuer Auftrag für euch, Detektive. Jawohl! Eine alte Frau hat ihre Katze verloren. Und wir müssen gucken, ob wir sie finden. In ihrem Haus. So sieht die Katze aus. Off you go, Detectives. Okay! Ja, ich denke, wir sollten mit dem Panzer dahin fahren. Weil das macht auch mehr Eindruck. Komm mal. Ich häng fest. Ich hab wir fahren doch nicht mit dem Panzer. Okay, ich bin eingesperrt. Ich fahre mit dem Polizeiauto. Bin da. Ja, sehr gut. Ist Sally oben drauf? Sally ist auch... Hä, aber der Stern ist noch hier. Ah, ich muss hier nochmal... Ah ja, dann ist alles geklärt. Sally und Maxify einmal einsteigen. Bin drin. Sehr gut. Boah, weißt du noch, wo wir hier gedanced haben in dieser Disco? Ja. Das war cool. Da haben wir richtig rausgehauen. Ja, du hast einen guten Hüftschwung. Also, ja, wow, da ein bisschen besser. Also, das ja, hat die Erfahrung, nee, glaube ich. Das stimmt. Ich bin ja auf vielen Dancefloors all over the world bekannt auch für meinen verführerischen Hüftschwung. Einmal drehen. Drehen. Und in die Knie. Ja. Und wieder hoch. Und ja. Das sind schon viele. Dieser Hauch Spanisch in dir, ne? Genau. Viele Damen sind das schon dahingeschmolzen, weil sie so angeekelt waren. So. Ah ja. Guten Tag, Oma. Oh. Nichts passiert. Hallo. So, was ist Ihr Problem? Oh, meine kleine Katze. Ich wollte gerade ein bisschen eine Fruit Bowl machen und dann war die Katze weg. Oh nee. Eine Möwe. Ah ja. Sie ist einfach weggelaufen. Ach, die Möwe hat das Essen gegessen von der Katze, oder was? Ja, scheinbar. Möwen sind heimtückische Biester. Ja. So, irgendwas mit dem Baum, oder was? Ah, nee, wir haben hier nochmal den Stern. Ach so, warte mal, hier. Ja, wir finden die... Ja, warte. Kannst du diesen Futtertopf mitnehmen? Ich versuch's. Probier mal, ob du den vom Boden... Mann, ich bin eine Maus. Ich bin auch Katzenfutter gefühlt. Stimmt. Ich komm nicht dran an den... Ja, dann könnte es sein, dass die Katze muss dann hier irgendwo auf so einem blöden Baum chillen. Miet! Okay. Was denn? Ich glaube, ich hab sie! Ich schüttle... Ja, ich hab die Katze! Bleib stehen, Katze! Die ist hier vorne! Da! Da! Sie ist runtergesprungen! Schnapp sie wieder! Jetzt ist sie hier! Da! Runter mit... Jetzt bleib stehen, Katze! Bleib stehen! Sie läuft wieder zurück! Oh nein, sie ist auf dem Dach. Ich hab dich, Katze. Ich hab die Katze. Sally, fass. Ich sehe halt keine Katze. Au. Ich weiß nicht, was du siehst. Ja, du hast sie gefunden. Oh, jetzt will sie aber nicht mehr runterkommen von da oben. Okay, wir brauchen Katzenfutter, um sie da rauszulocken. Okay. Ab ins Auto, wir müssen zur Mall. Ja, okay. Hallo? Ja? Hallo? Ja, kein Problem. Warum ist Sally so schnell und ich so langsam? Ja, das frage ich mich auch schon den ganzen Tag.
Oh, da hat jemand Geburtstag. Oh. Oh, da hatte jemand vor allen Dingen einen Unfall. Du hast mich vergessen. Nee, ich hab dich absichtlich zurückgelassen. Das ist ein Unterschied. Ich weiß nicht, wo die Katze ist. Ich sehe nicht mal eine. Also ich hab das Gefühl, du bist auf einem anderen Stern gerade. So, Groceries. Haben Sie Katzenfutter? Nee. Wer hat denn hier Katzenfutter für mich? Mama. Oh, der Zaun. Ist hier Katzenfutter? Hä, wer verkauft mir denn hier Katzenfutter? Hallo, haben Sie Katzenfutter? Catfood, ja! Bye. Danke. So, Sally, komm mit. Wir müssen das Katzenfutter abliefern. Oh. Ich warte schon mal bei der Oma. Ja. Ich bin auch gleich sofort da. Oh, aua. Kein Problem. Aua. Ja. Easy. Vorsicht. Oma, ich bin da. Kann ich, muss dir was sagen. Was? Oma und ich sind jetzt zusammen. Oh, Glückwunsch. Ihr seid ein gutes Paar. So. Danke. Da. Sie ist runtergekommen. Sie hat's. Es funktioniert. Mua. Vielen Dank. Ich werde sie nie wieder aus den Augen lassen. Ja, das hoffe ich aber auch. Haben wir. Oh, back to the station, Detectives. Jawohl, Officer. Springen Sie rein, Officer Ratte. Ja, Maus, bitte, danke. Ja. Das war's mit unserer Beziehung. Tschüss. Ich trenne mich von dir. Boah. Ah, das war eine kurze Beziehung. Ja, man muss auch loslassen können. Ich glaube, die macht nicht mehr lang. Aber vielleicht kriege ich ihr Haus geerbt. Oh Gott, du bist so ein Heiratsschwindler. Der so alte Frauen ehelicht, nur um ihr Geld zu bekommen. Eieiei. Ich bin so ein Unmensch. Du bist echt. Eieiei. Aber ja, Omi steht halt vielleicht auf die jungen Hüpfer. Aua! Ah! Aber Hilfe! Nichts passiert. So, hallo Officer Buck, ich bin da. Ja, another case. Ihr seid jetzt super. Gibt's eine? Oh, wir haben. Ich glaube, wir haben eine Katze als Haustier bekommen. Ja, also wir nicht, du ja. Wie? Du hast den Job gar nicht? Die Katze war die ganze Zeit unsichtbar bei mir. Nicht traurig sein. Ich mag Katzen nicht. Ich mag Hunde viel mehr. Ja, ich auch. So, Leute, das war's mit einer weiteren kleinen Folge von Wobbly Life. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schaut bei Maxify vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.